Eine E94 vor einem Güterzug. Vor knapp 30 Jahren noch alltäglich. Heute sind die elektrischen Kraftpakete eher exotisch. Im Osten bei der Reichsbahn werden sie als Eisenschweine bezeichnet. Im Westen bei der Bundesbahn ist es das deutsche Krokodil. Von 1940 bis 1956 werden fast 200 Maschinen gebaut. Von denen sind erstaunlich viele erhalten. Rund 25 stehen in Museen oder sind sogar noch aktiv. Von Anfang an sind die schweren Güterzug-E-Loks für den Einsatz auf Alpenstrecken vorgesehen. Österreich gehört 1940 zum Dritten Reich. So sind viele E94 dort in Dienst gestellt worden und später bei den ÖBB verblieben. Die Leistung der sechsachsigen Maschinen ist beachtlich. 3300 Kilowattstunden Leistung in der Ursprungsausführung. 4680 Kilowattstunden Leistung bei 24 Nachkriegsbauten. Allein schon das Erscheinungsbild der riesigen Maschinen ist beeindruckend. Diese Maschine zeigt sich im Zustand der DDR-Reichsbahn. Ab 1970 mit EDV-Nummer. Die 052 hat in Freilassing ihre vorerst letzte Bleibe gefunden. Ein kleines E94-Treffen hat einige Loks nach Freilassing geführt. E94088 ist eine ehemalige ÖBB-Maschine. Seit einer Modernisierung haben diese statt drei nur noch zwei Führerstandsfenster. In Österreich werden die schweren E-Loks seit 1954 als Reihe 1020 bezeichnet. Seit den 70er Jahren kommen sie in Blutorange daher. Hinter der Nummer 1020018 verbirgt sich E94001. Am 22. April 1940 von der AEG ausgeliefert und wenig später beim BW Innsbruck in Dienst gestellt. Vier E94 geben sich in Freilassing einstellig ein.